Ich habe mit eurer Make-up-Artist-Frau gesprochen. Gabi. Die kommt aus der gleichen Area wie der Arnold Schwarzenegger. Mhm. Number one, Golden Roll. Also aus Österreich, oder was meint er? Wenn sie aus der gleichen Area wie Arnold Schwarzenegger kommt, kommt sie aus Österreich, oder was? So, also, das muss man einmal gesehen haben. Jeremy Fragrance bei Sky. Warum auch immer, wir wissen es nicht. So, jetzt riecht es auch mal hier bei uns im Studio ganz gut, Habi, bei Sky Sport News. Jeremy Fragrance ist bei uns zu Gast. Genau, willst du mal Text vor? Parfüms Influencer hat Millionen Klicks auf TikTok, auf YouTube. Boah, sehe ich cool aus. Oh shit, sehe ich cool aus. Ja, also, liebe Zuschauer, das ist Jeremy. Jeremy ist Influencer, Parfüm-Influencer, aber du hast auch viel mit Sport zu tun. Darüber möchten wir nämlich heute mit dir sprechen, denn du hast unter anderem auch ein Parfüm mit einem absoluten Sportstar rausgebracht, ne? Ich bin der Number One in meiner Disziplin. Das okay. Wollte ich nochmal festhalten. Mhm. Ich habe mit eurer Make-up-Artist-Frau gesprochen. Gabi. Die kommt aus der gleichen Area wie der Arnold Schwarzenegger. Mhm. Number One, Golden Roll. Also aus Österreich, oder was meint er? Wenn sie aus der gleichen Area wie Arnold Schwarzenegger kommt, kommt sie aus Österreich, oder was? Das ist ein Typ, also ehrlich. Lex, Red Ferrari, Jeremy Fragrance. Also mein Bedürfnis war, ich will Number One werden. Ich habe als Kind übrigens hier Wrestling bei euch geguckt. Okay. Und als meine Weisheitszähne gezogen werden, hat mir, damals hieß es noch Premiere. Mhm. Seitdem ist dir die Weisheit abhanden gekommen, ne? Seit die Zähne gezogen wurden. Hat es mir geholfen, dass ich hier Departed dreimal hintereinander geguckt habe. Dieser Film mit Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson. Also ich habe eine geile Story mit euch in Verbindung. Und ja, ich wollte nur mal sagen, also es läuft echt gut bei mir und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Und du fragtest, was mein sportlicher Background ist. Ja, und du hast mit Dennis Schröder ein Parfüm rausgebracht, oder nicht? Ja, der hat mich privat angeschrieben und gesagt, Dennis Schröder? Wärst du dabei bei meinem Release und so? Und ich habe mit dem gequatscht und habe mich gewundert, dass der so gechillt ist. Also der sucht auch gerade nach einem Haus für mich in Berlin und so. Also total nett. Nach dem Haus? Oder ein Host? Ich kannte ihn jetzt zum Beispiel nicht, was aber nicht so relevant ist, weil ich gucke eigentlich kein Dennis Fernsehen. Ja, so. Kann man schon kennen, Dennis Schröder. Ja, die haben mir den dann introduced und wir sind jetzt einfach so befreundet. Und was ich echt respektiere an dem Kerl, Laura, der kann ja alles kaufen und alles sich gönnen, macht er aber nicht. Und das ist für so Leute, die so krass sind, eigentlich die Challenge. Mhm. Weil wenn du dir überlegst, ich kriege eh alles umsonst, weil ich Dennis Schröder bin, und ich kann mir eh alles kaufen, weil ich Dennis Schröder bin. Warum soll ich jetzt noch um 5 Uhr aufstehen und hart trainieren? Kein Bock. Ja gut, das passiert dann meistens, wenn die Karrieren vorbei sind. Und deswegen, das ist also etwas, was auch ich schon erlebt habe. Man muss sich also künstlich restriktieren in der heutigen Welt, weil du sonst einfach zu viel von diesen geilen Stimulanten bekommst. Okay. Gibt es denn irgendeinen Sportler, wo du sagst, mit dem hättest du auch mal Bock zusammenzuarbeiten? Arnold Schwarzenegger habe ich getroffen, so halb Sportsman, Justin Bieber. Aber er hat dich nicht getroffen. Bieber habe ich getroffen, ist nicht unbedingt Sportsman. Wirklich, ne? Weißt du, wen ich gern mal treffen würde? Wen? Jürgen Klinsmann. Okay, wie kommt's, warum Jürgen Klinsmann? Weil ich als Kind, wie fast jeder Junge, Fußball gespielt habe. Und da hatte ich ein Jürgen Klinsmann-Trikot. Echt? Weil ich fand Bayern einfach immer schon geil. Und damals war eben Jürgen Klinsmann noch da und ich erinnere mich, wo der so die Tore geschossen hat und einfach so das Netz dann so, ich fand ihn so geil, den Typ. Ja, ich meine, natürlich, Michael Jordan, das sind so Typen, da war ich auch da, wo der sein Haus hat in Miami und so. Mhm. Aber ja, wenn wir jetzt hier von ein bisschen so Bayern und so reden, dann wäre das schon Jürgen Klinsmann, fände ich auch ganz nice. Und wonach sollte ein Jürgen Klinsmann riechen? Der riecht einfach nach sowas wie Abercrombie & Fitch Fierce. Okay. Kennst du ja die Geschäfte, wie geil frisch die riechen. Ja, das sind die Geschäfte, wo man schon irgendwie, bevor man da reingeht, schon irgendwie so eine richtige Duftwolke entgegenbekommt. Sie riecht übrigens mega gut. Also der mag zwar viel Geld haben durch seinen Influencer-Kram, aber es ist eigentlich ein ganz armer Mensch, oder? Ich glaube, der hat keine Freunde. Niemand mag ihn, glaube ich. Warum wird er da eingeladen bei Sky? Was soll das? Ich habe nur gesehen, dass die auf Twitter alle da abgedreht sind und gefragt haben, so mal Sky, haben die sie nicht mehr alle? Wieso wird der hier eingeladen? Was soll der? Was will der hier? Und so weiter, ja. Viele gucken den ja nur, um sich über ihn aufzuregen oder um sich lustig zu machen. Es gibt doch niemanden, der den wirklich bewundert oder so.
Ich glaube, die Leute gucken auch wegen dir, weil du halt so aussiehst und deine Ausstrahlung und so. Aber sie riecht auch exceptionally nice. Ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe heute mein bestes Parfum aufgetragen, ja, als ich gehört habe, dass du kommst. Ist auch ein Topseller. Übrigens, die Brand Montal hat auch dazu geführt, dass Kim Kardashian einen ihrer Düfte so gemacht hat wie Montal, weil ihr Make-up-Artist bei meinem Kumpel in Kalifornien einkauft und der Duft so gut an ihm roch, der hieß übrigens Roses Musk. Mhm. Ist der Topseller. Intense Café, den du trägst, auch gut, aber Roses Musk, der ganz pinke, kaufen die alle da. Okay. Tja, und der Kardashian-Duft, der riecht jetzt wie Roses Musk. Absolut. Also in Hollywood kennst du dich auf jeden Fall gut aus. Jürgen Klinsmann, also da, den würdest du gerne mal beraten. Wie sieht es denn sonst so aus? Du bist ja selbst Fan von schnellen Autos. Schaust du die Formel 1? Ja, früher klar. Mika Häkkinen und hier Dings, der natürlich der Michael Schumacher. Weltklasse, habe ich immer gern geguckt. Letztens noch den Nico Rosberg mehrfach getroffen. Der hat mich auch eingeladen in die Paddocksgasse. Und das ist cool. Ja, fand ich cool. Da habe ich auch mal die Leute von Rolex kennengelernt. Und man fragt sich ja mal, wie sehen die eigentlich aus? Aha. Keiner weiß, wie die Menschen von Rolex aussehen. Aha. Du weißt es nicht. Ihr wisst es alle nicht, wie die Menschen von Rolex aussehen. Ich? Mir scheißegal, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Will ich gar nicht wissen. Ich weiß es. Okay, und wie sehen die aus? Also eigentlich könnte ich... Da beneide ich ihn aber jetzt, dass er weiß, wie die Menschen von Rolex aussehen, du. Ja, wir wollen jetzt über Sport reden. Ja. Aber Rolex-Leute, die sehen eigentlich aus wie euer Head of Social Media. Okay. Und so sehen die aus. Media. Also so vom Alter und so. Wir müssen es vielleicht beschreiben, weil die Zuschauer sehen ihn ja nicht. Ja, so, so Jonas hat eine Brille. Ja. Und gut aussehend, so deutsch aussehend, aber jetzt auch nicht so spectacular crazy. Ferrari. Oh, diese Anglizismen andauernd, ne? Furchtbar. Ist ja anstrengend. Habe ich auch einen, reicht auch. Ein Ferrari reicht, eine Uhr reicht. Ja, geil, aber ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Richtung, ich weiß es jetzt echt nicht, also so Formel E oder so, ob ihr sowas macht. Also für mich ist das eher so, ja, ein bisschen unsexy. Ja, okay. Ich mag eher so, wo es noch laut war und so. Ich saß auch letztens im Tesla drin. Ich bin ja gestern aus Dubai gekommen, mhm, und mein Kumpel, der ist irgendwie milliardenschwer aus Indien, der fährt so, okay, einen Tesla. Man weiß immer nicht, wie viel von dem, was er da jetzt erzählt, wirklich stimmt und wie viel sozusagen nur dummes Gequatsche ist, ne? Da fragt man sich. Ja, als ob die dich so am Springseil ziehen und dann loslegen. Das ist so unemotional. Okay. Du warst in Dubai. Wirst du denn, bald startet ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wirst du da auch vor Ort sein? Ich werde nicht vor Ort sein, weil ich was ganz anderes Krasses mache. Okay. Wenn ihr wüsstet, in 7 Tagen von heute werdet ihr wissen, obwohl was echt Geiles kommen bei mir. Okay, dafür müssen die Leute dir aber auf Instagram... Ach, das will Instagram, ich. Das wirst du sowieso sehen. Das kriegt man mit, okay. Ansonsten, du hast schon angesprochen, Bayern München ist so ein Verein, den du so noch immer ein bisschen verfolgst oder gar nicht mehr? Ich mag Bayern München, ja, aber ich gucke ja nicht mal mehr Fernsehen oder so, weil ich bin so nur mein eigenes Zeug am Machen. Ich hatte gerade so einen Gedankengang im Kopf, den sage ich jetzt auch, ich bin Bayern München, ich bin die goldene Rolex, so nach dem Motto, weißt du, plakativ dargestellt, so, es dreht sich um mich, Alter, das ist es. Ja, ja. Ich gucke kein Bayern München oder so, weil der Grund, warum Menschen zum Beispiel Bayern München gucken oder Fans von Ferrari sind, die haben das Bedürfnis von Signifikanz. Wir haben so 10 Stimulanten, die uns echt stimulieren, Musik, Freunde, Sex, Zucker, verschiedene Sachen. Und auch das Bedürfnis von Signifikanz ist ganz stark im Menschen drin. Und wenn sie selber jetzt nicht so, zum Beispiel, dann gucken sie sich zum Beispiel immer noch einen Star-Wars-Film an, die Reise von Luke Skywalker, voll signifikant. Das neue iPhone, signifikant. Sie brüllen und sagen, wie blöd es denn geht. Die Reise von Luke Skywalker? Was soll das? Ist weder ein Film noch sonst irgendwas. Habe ich noch nie gehört, den Titel. Aber alle signifikant kümmern sich um sie. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, eben, das fragen wir uns alle. Ich auch gerade, was ich eigentlich sagen wollte. Du bist FC Bayern München. Genau, ich bin FC Bayern München. Ja. Okay. Und deshalb gucke ich auch keinen Fußball mehr, aber... Aber du machst selbst viel Sport. Ich mache Sport, so Tanzen und Fahrradfahren und so. Also er ist Fan von Bayern München und deswegen guckt er auch keinen Fußball mehr. Alles klar. Aber was ich abgesehen von Bayern München auch sehr gern mochte, mhm, Brasilien. Okay. Aber wo noch früher der echte Ronaldo mitgespielt hat, der mit der Zahnlücke. Ja. Und das war lustig, wo ich noch 7, 8, 9, 10, 11 Jahre alt war. Darauf 12, wurde 13, mein Bruder 14. verprügelt.
alles in Ordnung mittlerweile. Und dann hat unsere Mutter uns zum Kampfsport geschickt, also kein Fußball mehr. Aber ich war ein Fan von dem Ronaldo und ich habe mir so Magazine in die Zähne getan, hier, What? Damit ich so eine Zahnlücke bekomme. Aber dafür wieder. Sind sie jetzt schon gerade. Ja, das habe ich auch nur ein paar Tage ausprobiert. Also ich hatte Poster von Ronaldo. Und weißt du, was ich früher geguckt habe, auch bei Premiere, bei euch, bei Sky? Ich habe dann den Code von meinem Stiefvater geknackt, den vierstelligen. Wrestling. Wrestling, geil. Okay, Wrestling. Ja, cool. Guckst du es auch heute noch? Gar nicht mehr? Ob ich das gucke? Mhm. Nee, ich gucke das nicht mehr. Okay, aber du selbst sagst ja, du bist ein Mensch, der voller Positivität durch dieses Leben geht. Wo holst du dir diese ganze Energie her? Das ist viel zu deep, wenn ich das jetzt hier mal eben so rausschüttel, aber natürlich... Das ist viel zu deep. War schon bei deep und deutlich, war er da auch schon? Da passt er doch hin. Natürlich, das Fleisch, irgendwann ist das schwach. Fleisch gesättigt. Du kannst nur so viele Hamburger pro Tag essen oder so viel Ferrari fahren. Oder mit so vielen Mädels schlafen, was ich nicht tue. Also für mich, ich bin im Moment Single, aber wenn, dann gibt es nur eine. Und na, und die eine möchte dich aber nicht, das ist das Problem. Irgendwann fragst du dich, okay, scheiße, ich liebe es, diese Granola mit Milch. Ja, der hat wirklich irgendwas eingenommen, ne? Der hat irgendwie hat er geschnupft, gekokst oder irgendwas. Das ist ja nicht normal. Das ist echt ein armseliger Mensch. Also, wenn der noch ein bisschen älter ist in ein paar Jahren, oh Gott, das wird so ein ganz peinlicher Typ, so wie dieser Prinz Markus von Anhalt. Dieser, kennt ihr den mit diesen glasigen Augen, diesen ekligen Typen? So einer wird das. Nicht zu essen, geil, mehr, noch mehr. Irgendwann ist vorbei und dann merkst du dir, okay, Feierabend, wir müssen auf ein anderes Level gehen. So wie von 0 auf 100, irgendwann geht nicht noch schneller. Und dann denkst du eben psychologisch so ein bisschen und da hole ich mir meine Energy her. Aber es gibt auch physische Dinge, Laura, es ist relevant, dieses Statement zu verstehen. Motion creates emotion. Wenn du arschkalt duschst und danach dir die Haare föhnst in der Wärme, da fühlst du dich einfach toll. Ich glaub, der redet nur um des Redens willen, oder? Das hat alles überhaupt keinen Sinn und hat überhaupt keine Substanz. Er will einfach nur reden. Er will möglichst oft zu Wort kommen. Wenn du morgens in Los Angeles in den Ozean springst und kalt rauskommst, wenn du einen Sprint machst, ich mach gleich noch meinen Sprint, okay. Danach fühlst du dich ganz anders. Also mental sehr wichtig, aber auch physische Dinge wie einfach tanzen oder sprinten oder kalt duschen. Das sind so Dinge, die mich auch total coole Laune bringen. Okay. Jeremy, dann vielen Dank für die Eindrücke aus deinem bunten Leben. Wir beschäftigen uns gleich wieder mit dem 13. Spieltag in der Bundesliga. Da spielt nämlich morgen der VfB Stuttgart gegen Gladbach und ohne, dass du jetzt so viel Ahnung hast, wie ich rausgehört habe, was tippst du? Dein Tipp? Stuttgart gegen Gladbach? Ich sage was viel Spannenderes, Laura. Okay. Ich sage was viel Spannenderes. Ich gebe dir nämlich jetzt ein Kompliment, weil es gibt ja Mädels, die sind sehr Bosswoman. Viele New York City so oder weißt du, aber die balancieren dann nicht das Feminine mit rein. Und du hast echt so einen Sweet Spot, volle Granate, alles im Griff. Okay. So wie die Vanessa Mai, die mich auch schon eingeflogen hat nach Berlin, um mit mir zu drehen. Ich finde das so geil. Aber du hast auch voll das Feminine. Das ist eine viel bessere Antwort, als wie die morgen spielen, weil ich gucke das ja eh nicht. Alles klar, dann Jeremy, vielen Dank für die Komplimente. Und wir sehen uns dann gleich wieder, aber mit dem Thema VfB Stuttgart gegen Gladbach und sind da live mit dabei bei der Pressekonferenz mit dem Trainer der Gladbacher. Aber Stuttgart ist geil, Frage. Porsche und so. Super, ja. Genau, gehen wir mit und damit schließen wir diese Sendung ab. Bis gleich. Warum wird er da eingeladen, fragt man sich. Was haben sie denn weiter davon erhofft, den da einzuladen? Das ist so ehrlich. Oh, Leute. So,